Und damit herzlichst willkommen zurück zu Scene Talk und wir reden heute über einen Oscar-nominierten Film, nämlich Der gestiefelte Kater 2. Nominiert für einen Oscar für den besten Animationsfilm und ob das gerechtfertigt ist, das verrate ich euch nach dem Trailer. I am Puss in Boots. Holy Frijoles! Hey Giant! You wanna see something cool? Gracias, the legend will never die! Puss in Boots, you died. I have 9 lives. And how many times have you died already? No! Puss in Boots doesn't need a spotter. Watch! Watch! A cat always lands on his feet. Watch! You are down to your last life. Mama Luna's always on the lookout for a new lab cat. I am no lab cat. I am Puss in Boots. Not anymore. Meow. Meet Pickles. Oh no. This is a person party, Pickles. That's your party. So this is where dignity goes to die. Living my feet on loco. You don't look like a Pickles. Well, you don't look like a cat. Full disclosure, I'm a therapy doc. Wanna rub my belly? Hard buzz. Oh. They found me. Goldilocks and the Three Bears Crying Family. Make her talk. Excuse me, my darling. We're looking for the legendary Puss in Boots. Have you perhaps seen him? What's a Puss in Boots? He is me! Oh! Normally, I have a sore. It's like a whole thing, you know? Okay. Get that cat. Dead or alive will be just right. Bounty hunters. Get it off, boss. I need your help. Whenever I team up with you, things go wrong. Cool! Another member of the team! I'm Puss's therapy dog! Definitely not! Finally! You need therapy. Oh, I have got to learn how to do that. Lives flashing before your eyes? Pray for mercy from Puss in Boots! Espresso. I don't trust you. Trust me. You gotta trust him. Look at those eyes. You call that cute? And with the paws, am I doing it? Stop. You're gonna give yourself a hernia. In Der gestiefelte Kater 2, Der letzte Wunsch, geht es natürlich um den gestiefelten Kater, gespielt, errochen von Antonio Banderas, im Deutschen Benno Fürmann. Und der hat so langsam alle seine Leben einmal verbraucht. Und er wird vom Arzt aufgefordert, jetzt endlich mal in Rente zu gehen, weil wenn er weiter so macht, dann wird er sterben. Beziehungsweise wird er irgendwann kein Leben mehr haben, wird dann irgendwann sterben. Und ja, daraufhin wird er dann aber gesucht von einer Gruppe mit Bären. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißen. Und dann auch noch von Däumelein müsste das sein, genauso wie von dem Tod. Und nun möchte er aber seine Chance nutzen, möchte den letzten Wunsch holen. Es gibt nämlich einen Wunsch in einem speziellen Wald und wenn er den erreicht und den letzten Wunsch dafür nutzt, dass er wieder neuen Leben hat, dann ist alles wieder gut. Also geht er los, nimmt sich daraufhin einen Hund mit, Perro, und seine Begleiterin Kitty Samtpfote und los geht's. Das ist im Grunde die Geschichte in Der gestiefelte Kater 2. Ich hoffe, dass das richtige Mikrofon ausgewählt ist, weil hier nimmt er da gerade irgendwie eine komische Ton das Ding auf, aber egal, wenn nicht, dann tut's mir leid. Und der Film kommt jetzt ungefähr 11 Jahre nach dem Original raus. 2011 kam der erste Teil, man hatte sich gedacht, okay, die Shrek-Reihe läuft so gut, könnten wir doch auch einen der Fanlieblinge doch einen eigenen Film spendieren. Esel sollte auch mal kommen, kam aber bisher nie und jetzt dachte man sich, okay, let's go, let's do it again, einen neuen gestiefelten Katerfilm, der erst letztes Jahr wirklich richtig angekündigt wurde. Und da war ich so,
kann das was werden? Der erste war schon nicht so gut, die Poster waren auch eher so mäh. Und dann kamen die ersten Kritiken und sagten, boah, das ist einer der unterhaltsamsten Animationsfilme der jüngeren Vergangenheit. Und ja, das ist der. Denn der ist nicht nur wunderbar inszeniert, alles auf Musik, alles auf Beat, jede Actionsequenz fühlt sich ein bisschen an wie Baby Driver im Animationsfilmgenre, sondern das hat auch noch ganz viel Herz. Das ist mit ungefähr knapp über 90 Minuten sau kurzweilig, hat richtig witzige Charaktere, genau wie Däumelein, der versucht auch diesen Wunsch zu bekommen, um der mächtigste Kerl der Welt zu sein, also der Vogel, der mit seinem Daumen immer in irgendwelche Kuchen sticht. Ein Deutscher übrigens gesprochen von Oliver Kalkofe. Ich habe den in Deutsch geguckt mit meinem Freund im Kino. Und ich muss wirklich gestehen, das ist ein brüllend witziger, absolut großartig inszenierter, herrlich absurder Film, der von der ersten bis zur letzten Minute richtig viel Laune macht. Der sieht richtig toll aus mit einem neuen Animationsstil. Sie haben sich gedacht, okay, wir gehen mal ein bisschen mehr in die Comic-Ecke, anstatt immer weiter diesen typischen Animationsstil zu verfolgen, den Disney hat. Weil da hat sich DreamWorks ja irgendwann selber mal festgeguckt dran. Und das fühlt sich alles so frisch an, so unique, so eigen. Und das dann noch mit einem Herz am rechten Fleck und alles, das war ein herrlicher, spaßiger Animationsfilm, den ich jedem wirklich empfehlen möchte. Zu Recht auch eine Oscar-Nominierung bekommen für den besten Animationsfilm und den werde ich mir definitiv in der näheren Zukunft öfters einmal ansehen. Der ist wirklich stark. Von mir gibt's für Der gestiefelte Kater, Der letzte Wunsch 8 von 10 möglichen Punkten. Ich war wirklich hin und weg, hab den echt gefeiert und aufgesogen. Habt ihr den Film vielleicht sogar gesehen? Dann schaut's bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Morgen sehen wir uns wieder zu einer neuen Kritik zu Your Place or Mine mit Ashton Kutcher und Reese Witherspoon. Eigentlich sollte die heute kommen, aber wir kriegen Besuch, deswegen schaffe ich den Film heute nicht. Also morgen. Ich danke fürs Zuschauen und Zuhören. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.